Ramsès était un étalon exceptionnel qu'on retrouve aujourd'hui dans 70% des embranchements de Holsteiner par le biais de son petit-fils Capitole. Le propriétaire de l'étalon Ramsès était un baron de Westphalie du nom de Clemens von Nagel. Après la Deuxième Guerre mondiale, sa personnalité avait dominé le monde de l'élevage équin, car il avait reconnu l'intérêt de croiser les demi-sangs de la région avec des pur-sangs. Kann man Spring- und Dressurpferde züchten? Ich bin der Ansicht, ja. Vor allem Springpferde. Es ist, glaube ich, doch heute erwiesen, dass Springvermögen und dass die Lust zum Springen sich vererben. Das beste Beispiel können Sie hier bei uns an unserem alten Ramses sehen, ja. Der nur Springpferde geliefert hat, alle springen können. Die Vereinigung von Kaliber, Substanz, Blut und Adel, Schnelligkeit, guten Nerven, gutem Charakter, Springvermögen und der Bereitwilligkeit, mit dem Menschen große Leistungen zu erzielen, das ist es, was der Züchter heute